Willkommen 1273 Gäste, die sich angemeldet haben, so viele wie selten. Willkommen. Willkommen, Exzellenzen und Vertreter des Diplomatischen Korps, unter Ihnen zahlreiche Botschafter befreundeter Staaten. Willkommen an die zahlreichen Vertreter aus den Verbänden der Wirtschaft, aus Gesellschaft und Politik. Namentlich seien stellvertretend erwähnt Ayman Masiak, Vorsitzender des Zentralrats der Muslime in Deutschland. Stefan Gent, Hauptgeschäftsführer des Handelsverbandes Deutschland. Holger Schwannecke, Generalsekretär des Zentralverbandes des Deutschen Handwerks. Dr. Martin Wandsleben, Hauptgeschäftsführer des Deutschen Industrie- und Handelskammertages. Und willkommen, liebe Freunde aus den liberalen Parteien in Europa. Namentlich erwähnt seien stellvertretend die beiden Vizepräsidenten der ALDE, Henrik Bach-Mortensen aus Dänemark und Timmy Dooley aus Irland. Willkommen, sehr geehrte Vertreter der Medien. Über 160 Journalisten sind da. Danke, dass Sie berichten in Fernsehen und Radio, Print und online. Willkommen, liebe Spitzenkandidaten für die vier Landtagswahlen in diesem Jahr. Im Mai in Bremen, Lenke Steiner. Lenke. Lenke, wir haben Hamburg und Bremen vor vier Jahren gerockt und ich denke, das wird euch dieses Jahr auch in Bremen wieder gelingen. Im September in Brandenburg, Hans-Peter Götz. Auch im September in Sachsen, Holger Zastrow. Und im Oktober in Thüringen, Thomas Kemmerich. Er ist schon im Wahlkampf, er wird später zu uns kommen. Ich gehe fest davon aus, dass ihr drei eure Landesverbände wieder in die Landtage führen werdet. Wir werden euch jedenfalls den nötigen Rückenwind geben und mit euch kämpfen. Willkommen, liebe Kandidaten, die ihr im Mai für die FDP bei den Kommunalwahlen antretet. Willkommen, liebe Kandidaten zur Europawahl, an der Spitze unsere Generalsekretärin Nicola Beer. Liebe Nicola, ich bin dir wirklich sehr dankbar dafür, dass du die Spitzenkandidatur für die Europawahl übernommen hast. Und ich bewundere deine unglaubliche Power und deine Professionalität, die wir hier jeden Tag erleben können. Wir werden mit dir kämpfen und deinem Team für ein starkes FDP-Ergebnis bei der Europawahl heute in einem Monat. Liebe Freunde, fünf Themen liegen mir heute und an dieser Stelle besonders am Herzen. Nummer eins, das ist unser Sozialstaat. Hier sehen wir den größten Unterschied zwischen uns Freien Demokraten und den politischen Mitbewerbern. Wir trauen den Menschen etwas zu. Ich weiß, wir alle wissen, dass die allermeisten Menschen in unserem Land auf eigenen Beinen stehen wollen. Sie wollen Verantwortung übernehmen, Leistung erbringen und sich an ihren Erfolgen freuen. Die anderen glauben, dass es eine Alternative zu diesem selbstbestimmten Leben gibt. Sie wollen die Bürger an die Hand nehmen wie kleine Kinder. Ich nenne das Entmündigen. Ein Beispiel. Die Grünen möchten mit ihrer Garantiesicherung mal ebenso 30 Milliarden dafür investieren, dass jemand, der keine Lust hat zu arbeiten, auch nicht arbeiten muss.
Was ist das für ein Signal an diejenigen, die arbeiten und die grüne Garantiesicherung mit ihren Steuern bezahlen müssen? Müssen wir uns da noch wundern, wenn Menschen unseren Sozialstaat infrage stellen? Und was ist das für ein Menschenbild? Gib dich mit staatlichen Transfers zufrieden, wir als Gesellschaft brauchen dich nicht. Und das soll dann sozial sein? Die Menschen abschreiben, ihnen das Gefühl geben, nicht gebraucht zu werden, ihnen nicht alle Möglichkeiten der Förderung und der Bildung zu geben. Das ist nicht sozial, liebe Freunde, das ist das genaue Gegenteil. Das ist asozial. So verquer ist unser Sozialstaat. Statt fleißige Geringverdiener zu belohnen, wenn sie sich durch mehr Arbeit aus staatlicher Abhängigkeit herausarbeiten wollen, stehen viele von ihnen am Ende des Monats mit weniger Geld in der Tasche da. Wir wollen, dass sich mehr Arbeit mehr lohnt. Wir brauchen dringend leistungsfreundliche Zuverdienstregeln bei Hartz IV. Bündeln wir endlich alle Sozialleistungen in einem Bürgergeld, damit die bei denen ankommen, die sie dann auch brauchen. Machen wir die Menschen stark, dann ist auch unser Land stark, liebe Freunde. Mein zweiter Punkt heute, Bildung. Die beste Sozialpolitik für unser Land bedeutet gute Kindergärten, gute Schulen und Hochschulen und Zugang dazu, egal aus welchem Elternhaus ein Kind kommt, egal in welchem Bundesland es wohnt. Die besten Chancen für alle, das ist das beste Bildungssystem. Und was tun wir Freien Demokraten dafür? Dieser Parteitag hat vor 4 Jahren einen wegweisenden Beschluss gefasst. Inhalt: die Abschaffung des Kooperationsverbotes, also eine umfassende Modernisierung des Bildungsföderalismus mit bundesweiten Bildungsstandards und Abschlüssen. Die Finanzierung sollte Aufgabe des Gesamtstaates werden. Die Große Koalition hat im Bundestag ja keine verfassungsändernde Mehrheit. Und deshalb wurden für die letzte Grundgesetzänderung die Stimmen unserer FDP-Fraktion gebraucht. Wir haben sie genutzt. Das Grundgesetz wurde vor wenigen Wochen geändert. Der Digitalpakt für die Schulen kann kommen. Und dank uns Freien Demokraten lässt das Grundgesetz jetzt weitere Möglichkeiten der Zusammenarbeit zwischen Bund und Ländern im Bildungsbereich zu. Die wollen und die müssen wir nutzen. Unsere Forderung, eine MINT-Offensive, die Schulen mit modernen Laboren ausstattet, Lehrer fortbildet und hochwertige Bildungsstandards setzt. Beste Bildungschancen, die sind wir unseren Schülerinnen und Schülern schuldig. Ich verspreche, dafür setzen wir uns auch weiter ein, liebe Freunde. Mein nächster Punkt, die Last der Steuern und Abgaben. Steuern und Abgaben in Deutschland sind die zweithöchsten aller OECD-Staaten. Sie sind so hoch, dass sich die OECD Sorgen macht um den sinkenden Lebensstandard in Deutschland, vor allem in der Mittelschicht. Und diese Sorgen sind berechtigt. Alle Parteien haben das Ende des Solidaritätsbeitrags bis Ende dieses Jahres versprochen, also in genau 249 Tagen. Aber versprechen kann sich jeder mal. Oder wie sollen wir verstehen, dass die GroKo den Soli bis dahin nicht abschaffen wird, trotz maximaler Steuereinnahmen? Liebe Freunde, es ist eine Frage der politischen Glaubwürdigkeit, dass der Soli am 01.01.2020 weg ist, und zwar komplett und für alle. Und noch ein Versagen der Großen Koalition. Deshalb gehen viele Menschen bereits auf die Straße. Ich spreche natürlich von den Mieten. Der Staat als Preistreiber, das kann doch wohl nicht wahr sein. Manche fordern sogar Enteignungen privater Immobilienunternehmen. Das ist wirklich die teuerste aller falschen Lösungen, geschätzter Herr Kollege Habeck. Die Preise steigen deshalb, weil es schlicht zu wenige Wohnungen gibt. Durch Enteignung aber entsteht nicht eine einzige zusätzliche Wohnung. Deshalb muss Bauen einfacher, schneller und günstiger werden. Bauverhinderungsvorschriften und Bremsbürokratie müssen weg, liebe Freunde. Aber
stattdessen kommt ein Finanzminister Olaf Scholz um die Ecke in der Hand ein Modell einer Grundsteuerreform, nach der zum jetzigen Zeitpunkt kein einziger Steuerpflichtiger sagen kann, wie viel teurer es wird. Aber das ist jedenfalls in den Metropolen teuer wird, das wissen selbst seine Genossen vor Ort, die seine Reform folgerichtig verhindern wollen. Was für ein Irrsinn! Wir wollen das Flächenmodell. Es ist einfach, unbürokratisch und kostenneutral, liebe Freunde. Vierter Punkt, gesellschaftlicher Fortschritt. Ein Stolperstein für diesen Fortschritt ist in meinen Augen der Paragraph 219a Strafgesetzbuch. Sie wissen das sogenannte Werbeverbot für Schwangerschaftsabbrüche. Das ist ein doppeltes Misstrauensvotum gegenüber Ärzten, die weiterhin nicht frei informieren dürfen. Vor allem aber ist es ein Misstrauensvotum gegenüber Frauen, denen freier Zugang zu wichtigen Informationen versperrt bleibt. Und zwar deshalb, weil man den Frauen unterstellt, dass alleine der Zugang zu Informationen über einen Schwangerschaftsabbruch sie dazu verleiten würde, einen solchen vorzunehmen. Was ist das für ein abwertendes Frauenbild, liebe Freunde? Die CDU-CSU in dieser Frage eine absolut rückwärtsgewandte Position vertritt, schlimm genug, aber das war uns klar. Dass aber die SPD, die in dieser Frage inhaltlich auf unserer Linie liegt und sogar bereits einen entsprechenden Antrag in den Deutschen Bundestag eingebracht, ihn aber auf Druck der Union zurückgezogen hat, das ist eine Bankrotterklärung und das ist Verrat an den betroffenen Frauen. Bei so wenig Rückgrat, wen wundern da noch die miserablen Umfragewerte für die SPD? Information hat mit Aufklärung zu tun, nicht mit Werbung. Paragraph 219a muss weg, liebe Freunde. Und diese Forderung, die findet sich auch in Antrag A300, Freiheit durch Emanzipation, den ich Ihnen für das Alex-Müller-Verfahren gerne ans Herz legen möchte. Letzter Punkt, Klimaschutz. Aus meiner Sicht gibt es ein Missverständnis. Einige behaupten ja, Klimaschutz erreichen wir nur durch Verbot von Flugreisen und Fleischkonsum und Deindustrialisierung. Aber, liebe Freunde, durch Verzicht und Askese und dadurch, dass wir unsere wirtschaftliche Stärke kaputt machen, werden wir unser Klima nicht retten. Das werden die Menschen nicht akzeptieren. Da müssen wir nur auf die Gelbwesten-Proteste in Frankreich gucken. Und das werden auch die Menschen in den aufstrebenden Schwellen- und Entwicklungsländern nicht akzeptieren, die uns sicher nicht folgen werden, wenn wir ihnen erklären, dass sie auf Wohlstand auch in Zukunft verzichten müssen. Statt Wirtschaft und Umwelt gegeneinander auszuspielen, müssen wir die Wirtschaft fördern und die Umwelt schonen. Wie erreichen wir das? Erstens, durch technologischen Fortschritt wird das Wirtschaftswachstum vom CO2-Ausstoß entkoppelt. Und zweitens, durch den Export neuer Technologien sorgen wir dafür, dass Wohlstand und Klimaschutz vereinbar werden. Ich bin mir sicher, Klimaschutz geht am besten mit marktwirtschaftlichen Instrumenten. Für uns ist das der Emissionshandel, der wichtigste Anreiz zur Verringerung von Treibhausgasen. Also, um CO2 ausstoßen zu dürfen, muss man ein Zertifikat kaufen. Die Menge an Zertifikaten sinkt jährlich, und zwar so weit, dass die Klimaschutzziele von Paris verlässlich eingehalten werden können. Und hier gibt es noch ein Missverständnis. Die allseits bekannte Kohlekommission, die will mit ihren planwirtschaftlichen Vorgaben die Energiekonzerne mit Milliarden vom Steuerzahler entschädigen. Für etwas, das sie laut Pariser Klimaschutzabkommen sowieso machen müssen. Das Geld würde ich lieber in Forschung und Entwicklung und zum Beispiel in globale Aufforstungsprojekte stecken. Das würde dann tatsächlich etwas für das Klima erreichen. Liebe Freunde, die Klimadebatte wird hierzulande oft mit Pessimismus und Fortschrittsfeindlichkeit geführt. Wir wollen sie mit unserem Gestaltungswillen und unserem Vertrauen auf technologischen Fortschritt führen. Überlassen wir die ideologischen Scheindebatten den anderen. Wir leisten lieber tatsächlich einen Beitrag zum Klimaschutz. Und nun mit meinen besten und herzlichen Wünschen für
intensiven Austausch und inhaltliche Auseinandersetzung für kluge Personalentscheidungen und wegweisende Beschlüsse erkläre ich den 70. ordentlichen Bundesparteitag für eröffnet. Wie immer an dieser Stelle die Ehrung derjenigen, die nicht mehr dabei sein können. Besonders schwer traf uns alle, nicht nur als Liberale, sondern auch als Demokraten über Parteigrenzen hinweg, der Tod von Dr. Klaus Kinkel am 4. März dieses Jahres. Mit Klaus Kinkel verließ uns ein leidenschaftlicher Europäer, ein aufrechter Staatsmann, ein Zeitzeuge und Gestalter eines langen Abschnitts der Geschichte unserer Republik und nicht zuletzt auch ein väterlicher Freund. Klaus Kinkel hatte ein bewegtes Leben mit beeindruckenden Stationen in den höchsten Staatsämtern dieses Landes. Er hat in all seinen Funktionen tiefe Spuren hinterlassen. Zu Beginn seiner Karriere gehörte er lange zu den engsten Mitarbeitern von Hans-Dietrich Genscher. 1979 begann Dr. Klaus Kinkel als erster Zivilist als Präsident des Bundesnachrichtendienstes. Nach der Regierungsübernahme von CDU, CSU und FDP im Jahre 1982 kehrte er als Staatssekretär im Justizministerium in die damalige Bundeshauptstadt Bonn zurück. In dieser Funktion war er nach dem Fall der Mauer auch am deutsch-deutschen Einigungsvertrag beteiligt. Dabei hat er wesentliche Grundlagen für die Vollendung der deutschen Einheit gelegt. Auch ist es ihm maßgeblich mitzuverdanken, dass dem Terror der RAF ein Ende gesetzt werden konnte. 1991 wurde er Bundesminister der Justiz. Im Mai 1992 folgte Kinkel Genscher im Amt des Bundesaußenministers. Als Bundesaußenminister war er treibende Kraft des EU-Beitritts von Schweden, Finnland und Österreich und betrieb die Einbindung der osteuropäischen Staaten in EU und NATO. Darüber hinaus setzte er sich für ein partnerschaftliches Angebot an Russland ein, etwa durch die NATO-Russland-Charta und den NATO-Russland-Rat. Kinkel forderte immer wieder und unmissverständlich die Einhaltung von Menschenrechten ein. Ab 1993 bekleidete er zudem das Amt des Vizekanzlers. Als Bundesvorsitzender hat er sich von 1993 bis 1995 für unsere Partei in schwieriger Zeit in die Pflicht nehmen lassen und hat sie trotz schlechter Ausgangslage wieder in den Bundestag und in die Bundesregierung geführt. Nach dem Ende der christlich-sozialen Koalition 1998 wirkte er als stellvertretender Vorsitzender der FDP-Bundestagsfraktion an der Neuaufstellung in der Opposition mit. Was er auch tat, er ist in rauem Umfeld ein prinzipientreuer, liebenswürdiger und bescheidener Mensch geblieben. Weitere Parteifreundinnen und Freunde haben uns seit dem letzten Parteitag verlassen. Neben anderen waren es aus Baden-Württemberg Florian Maushart, Horst Siedle. Aus Bayern Dr. Guido Braun, Rainer Sobeck, Georg Oechslin. Aus Berlin Detlef Heyer-Mirbach, Dr. Frieda Hopperditz, Marion Krestel. Aus Brandenburg Reinhard Bade, Professor Dr. Rainer Mackensen, Edgar Swinne. Aus Hamburg Dr. Hartwig Sengelmann, Lorna Dölken, Klaus-Dieter Abend. Aus Hessen Annemarie Ramm, Otto Wilke, Reinhard C. Schulz. Aus Mecklenburg-Vorpommern Dr. Bernd Schewirski, Peter Bahner, Dr. Wolfgang Rühle. Aus Niedersachsen Peter Friedhoff, Margit Gavlik, Harald Range. Aus Nordrhein-Westfalen Hans-Wolfgang Mayer, Rainer Nolten, Regine Sewing. Am vergangenen Samstag ist Ruth Wittler-Koch im Alter von 71 Jahren verstorben. Sie war von 1985 bis 1995
Mitglied des Nordrhein-Westfälischen Landtages und darüber hinaus von 1994 bis 1995 stellvertretende Bundesvorsitzende unserer Partei. Ruth Wittler-Koch hat sich besonders leidenschaftlich für Frauenrechte und in der Familienpolitik engagiert. Aus Rheinland-Pfalz, Hans Springkämper, Dieter Merker. Ebenfalls Abschied nehmen mussten wir im vergangenen Jahr von Hans-Arthur Baukage. Er gehörte von 1987 bis 2011 dem Rheinland-Pfälzischen Landtag an und war von 1999 bis 2006 stellvertretender Ministerpräsident von Rheinland-Pfalz. Aus Sachsen, Günther Kaulfuß, Edgar Mehnert, Wolfgang Sellentin. Aus Sachsen-Anhalt, Professor Dr. Rolf Lieberwirth, Ludolf von Engelbrechten-Ihlow, Rainer Sempert, Kai Gleisner. Aus Schleswig-Holstein, Horst Gunther Potzelt, Friedrich Karl Zechlin, Marlies Schäfer. Aus Thüringen, Werner Günther, Kurt Fritze, Rudolf Standhardt. Von der Auslandsgruppe Europa, Matthias Lösch, Hans-Claudius Taschner. Alle werden wir in ehrenden Gedenken halten. Sie haben sich im Gedenken an Dr. Klaus Kinkel und die anderen Verstorbenen erhoben. Ich danke Ihnen. Und ich bitte nun um Ihre Aufmerksamkeit für den Bericht des Wahlprüfungsausschusses durch Carsten Biesock. Katja Suding war das, die stellvertretende Parteivorsitzende, die hier vor allem die Ehrung der seit dem letzten Parteitag gestorbenen Parteimitglieder gedacht und geleitet hat und davor einen ersten Überblick gegeben hat über das, was uns inhaltlich hier erwartet bei diesem Bundesparteitag der FDP. Sie hat die Stichworte selbst genannt, Sozialstaat, Bildung, gesellschaftlicher Fortschritt und Klimaschutz. All das wird die Delegierten hier ganz besonders beschäftigen in den nächsten 1, 2, 3 Tagen bis einschließlich Sonntag. Wir werden sehr ausführlich für Sie dabei sein, alleine heute bis mindestens 18 Uhr. Aber da dieser ganze Parteitag schon 25 Minuten später als angekündigt begonnen hat, wird das wahrscheinlich weit über 18, 19 Uhr für uns hier hinausgehen. Morgen sind wir dann auch wieder für Sie da und auch am Sonntag gibt es noch mal eine Zusammenfassung. Warum habe ich das jetzt, beziehungsweise warum habe ich die Gelegenheit, Ihnen das jetzt alles zu erzählen? Weil wir hier beim Parteitag bei dem Tagesordnungspunkt Regularien sind. Es geht um die Beschlussfähigkeit, es geht um die Wahl des Tagungspräsidiums, gleich um die Wahl und Bestimmung der Zählkommission und nicht zuletzt um den Beschluss über elektronische Abstimmung, denn auch das wird die FDP wieder wie die Grünen schon seit vielen, vielen Jahren. Auch die FDP macht es nicht das erste Mal. Die Wahlen, die hier stattfinden zur Parteispitze und zum Präsidium und die sonst noch anstehen, alles ganz, das alles elektronisch und natürlich auch, wenn es dann um die entscheidenden Anträge geht, auch das alles ein elektronisches Verfahren. Über die Reihenfolge der Anträge wird nachher auch noch mal abgestimmt mit dem sogenannten Alex-Müller-Verfahren. Sage ich Ihnen später noch was zu, wie auch zu vielen einzelnen Positionen, um die es hier geht auch. Aber weil die Kollegin Ahland in den vergangenen Minuten schon ausgesprochen fleißig gewesen ist, wollen wir die Gelegenheit ihr jetzt geben, auch das Ganze noch abzurufen, was wir alles schon gemacht haben in der Zwischenzeit.